Jetzt achtet mal auf die Höhe. Ich habe gesagt 5000 Fuß. Was macht er? Er überschießt. Und zwar extrem. Er fliegt mit uns im Gegenverkehr spazieren. Und wir sind 5 Knoten vom Storm entfernt. So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Jetzt will ich richtig ärgern. Zurück auf 4000. Negativer Sinkwinkel 2500 Fuß. Achtet drauf, was der Bärz macht. Er zieht die Nase unter den Horizont. Die Triebwerke gehen unter den Leerlauf. Was passiert mit unserer Geschwindigkeit? Steigt. Unkontrolliert. Ich bin im Leerlauf, mehr geht nicht. Jetzt pass mal auf, jetzt ziehe ich die Speed Brakes. Hört das im Rum? Transition Altitude. Wäre mal langsamer? Nö, nur ruhig. Flaps ausmachen? Kann. Ah, nee. Es sei denn, du möchtest dich von den Flaps verabschieden. Dauerhaft. Okay. Lass mal einen Kurs arbeiten. Jetzt zeige ich euch mal, wie er noch arbeitet. Ich sage, ich drehe nach rechts auf 180. Jetzt achtet mal drauf, wie er macht. Er hat keine Hände wie wir, er kann nicht so differenziert arbeiten. Er schlägt relativ eng ein. Der Kurs läuft langsam zurück. So wie er zurückläuft, macht er die Schere zu. Du kannst mit deinen Händen viel differenzierter, viel gefühlvoller machen. Aber er ist eine klassische Schichtung von A nach B zu hoch. So Standards, toll. Damit ich mich erholen kann, damit ich mich auf die Landung vorbereiten kann, mich konzentrieren kann. Und jetzt seht ihr, hier sind wir. 2,5 Meilen, 5 Meilen. Wir werden jetzt auf dieses Radial mal abbiegen. Alex, du wirst jetzt gleich wieder übernehmen und wirst so lange geradeaus fliegen auf 180 Grad, bis diese Markierung diese Linie berührt. Dann schlägst du nach rechts ein, wir auf 247 Grad eindrehen. Das heißt, wir wollen ja auf diese Linie drauf und dazu wirst du diese Trendline wie eine Schule im Geometrieunterricht mit dem Bogen genau ans Radial rannehmen. Und dort, wo sich Radial und Bogen berühren, genau dort, exakt auf die grüne Linie kommen, genau nach 247 Grad ausgerichtet. Ja, das ist wie mit einem Zirkel in der Schule. Damit kann man wunderschön arbeiten. Bist du bereit? Your control. Hände an Steuer. Power Reduction 190 Knots. Wir gehen runter auf 190 Knoten. Wie viele Stundenkilometer? Schnell gerechnet. Mal 2 minus 20% sind? Ha? 320. Weißt du jetzt, warum man Kopfrechnen in der Schule lernt, warum man im Matheunterricht aufpassen müsste? Wenn eine Frauenstimme kommt, die meckert. Wenn eine Männerstimme kommt, dann ist es gefährlich. Okay. Und was hast du gemacht? Wo ist deine 2,5 Meilen markiert? Du hast vergessen zu lenken. Also schnell rein. Den Bogen halt und such. Jawohl. Nicht zu viel, such immer schön die Schnittstelle. Genau. Jetzt hast du die Schnittstelle. Jetzt kann man, jetzt höre ich dir nach der Landung, klopft das an die Tür, nach der Aktion hilft, dann steht die Chefstewardess da und sagt, komm mal mit meinem Freund, hier hast du einen Eimer und einen Lappen, guck dir mal an, was da angerichtet ist. So, jetzt siehst du oben, wie der Kurs reinläuft, wo das Heading, der Heading da ist. Langsam, take time. Jawohl. Siehst du, 243 und gerade machen. Und siehst du, du bist genau auf der grünen Linie, wenn du jetzt gerade wählst. Korrigier nach links zurück. Tropical Island, kennt ihr den? Ja, das ist das. Woher ist die Szenerie denn? Das ist Landmarks Germany. Reicht. Machen wir 248, das ist in Ordnung. Jetzt siehst du, aha. Guck mal, wir fliegen schön sauber aufs Funkfeuer zu. Stimmt's? Check Altitude. Altitude ist 4000. Nase ein bisschen über 5. Okay. Jetzt drehen wir uns das nächste Radial ein. Wir wissen ja, wenn wir am Funkfeuer sind, wollen wir nach rechts sogar abbiegen auf 313 Grad. So, wie weit sind wir vom Funkfeuer weg, Alex? Auto brake set on step 2. Landing briefing is complete. Descent check is complete.
Geschwindigkeit wurde von Hand eingestellt. Die ist jetzt, ja, guck mal, der hält. Aber über den Autopilot behalten, ja? Ja. Aha, alles klar. Natürlich, wenn wie eben sich die Geschwindigkeit aufbaut. Okay, wie weit noch zum Funkfeuer, Alex? 5,4. Wie weit müssen wir eindrehen? Circa 2,5. Lass dich nicht ins Boxen. Machst aber gut. Windreinigung, 5 Knoten aus 339 Grad, also Cross vorne rechts. 5 Grad ist Pippi-Kram. Aber 5 Knoten ist nicht viel, wa? Unter 5 wird organisch angezeigt. Aha. Ihr müsst euch bei Knoten, wie gesagt. 35 wird es kritisch, wa? Das kommt von Maschine zu Maschine, ah, und wieder kommt. Ja, also ja. Beim Airbus hast du 32 Knoten Crosswind. Das ist ja das, was du in Hamburg bei der Landung, das Ding gebrochen hat. Ja. Okay. So, noch eine halbe Meile. Right heading to Imantri. Wir drehen nach rechts. 3-1-3. Jetzt mach ich dir die Range wieder groß, dann siehst du den Bogen schön. Und jetzt legst du ihn bitte sauber an. Genau. Atem. Und sorge dafür, dass er immer eine Berührung hat. Früher musste man sich diese Kurvenradien ausrechnen. Geschwindigkeit durch 10 plus 7, dann hast du einen Winkel gehabt, mit dem du bei deiner aktuellen Geschwindigkeit in 2 Minuten einen 360-Grad-Kreis hast. Wie wurde da gerechnet? Nur Kopf oder hat er? Nur Kopf. Aha. Muss ich auch nicht mehr. Guck mal, wenn ich jetzt nehme, hier zum Beispiel, ich sag mal 200 Knoten. Ja. 200 Knoten durch 10 sind 20, plus 7 sind 27. Dann weiß ich, mit einer Bank von 27 Grad fliege ich in 2 Minuten vollen Winkel. Hast du eben drunter gerechnet. 1 Minute 180, 45 Sekunden 90. Ja. Deswegen war immer die Uhr mit dabei. Richtig, so wichtig. Richtig, richtig. Das ist heute noch wichtig bei Holdings. Wenn du Warteschleifen 4 willst, Minuten. Das, eine Minute bringt. Ja, eine so. Oder so wie draufsteht. Ja, ja. Ich sah 4 Minuten, weil alle 4 Schenkel in der Minute sind. Ja. Ja, du fliegst ja eine Ellipse. Ne? Ja. Langsam, nicht zu schnell rausnehmen, Alex. 3-1-3. 3-10 haben wir. 3-11. Willst du ja mal Pilot werden, Alex? Ja. Welche Klasse bist du? 8. Gymnasium? Nee, Realschule. Da musst du aber Abi hinterher schieben, ne? Oder du musst die Ausbildung alleine bezahlen. Ja. Okay, schön so bleiben. Oder gehst du über die Bundeswehr? Jetzt siehst du, ich stelle mal schon mal das nächste Radial ein. Jetzt siehst du, das Funkfeuer ist hinter uns, stimmt's? Ja. Muss ja. Ja. Und du siehst, die Entfernung zum Funkfeuer nimmt wieder zu. Bei 8 Meilen Entfernung gehen wir den Sinkflug. Wir haben die Checkliste dafür schon gemacht. Und dann werden wir von 4000 auf 3000 Fuß sinken. Das musst du machen, indem du die Nase genau zwischen 0 und 2,5 Grad hältst. Wir sinken dann mit 1200 Fuß. Wenn es 1300 ist, ist es nicht schlimm. Du wirst sehen, wir werden exakt bei 10,7 nautischen Meilen auf 3000 Fuß sein. Das sind Erfahrungswerte, ja? Nee, das ist bevor ich eben durch die Karte. Ja, aber und das Sinken wird über die Geschwindigkeit jetzt reguliert, wenn die Nase behalten wird. Ja, kann ich auch. Wenn ich die Geschwindigkeit halte, wie jetzt, kann ich es mir ausrechnen. Ja, ja. Da gibt es auch Faustformeln für noch 2 Grad bis zum 2 Meilen bis zum Sinken. Ja, plus minus 1 Grad ist vollkommen okay. Hast du eine zweite Fremdsprache, Alex? Englisch? Nee. Also das ist die erste Fremdsprache. Nee, das ist nicht. Dann musst du nachlegen. Nimmst du da. Ja, also zwischen 0 und 2,5 Grad. Jawohl. Jetzt siehst du hier unten unseren Steigwinkel. Ist okay. Ist okay. Wenn es 1300 sind, ist nicht schlimm. Jetzt acht auf deine Höhe. Wenn wir bei